Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum dritten Teil der ATR-Tutorial-Reihe. Und in den letzten zwei Teilen haben wir den Flieger schon sicher in die Luft gebracht, sind jetzt gerade auf Reiseflughöhe angekommen, hüpfen also direkt ins Cockpit und beginnen wieder mit der Arbeit. In dem Teil schauen wir uns die Anflugvorbereitungen an, schauen uns den Landeanflug an und dann hoffentlich auch eine schöne Landung in Sylt. Ab ins Cockpit! Ihr seht, Alt Cruise ist gerade erreicht und jetzt fängt der Flieger natürlich hier an zu beschleunigen. Zum einen gehen wir jetzt hier ins Power Management nochmal und wählen jetzt statt Climb den Cruise Mode aus. Zum anderen müssen wir jetzt aber händisch natürlich ein bisschen den Schub reduzieren. Die ATR hat keinen Autothrust, das heißt, wir müssen uns selber darum kümmern, dass der Flieger jetzt nicht zu schnell wird. Erfahrungsgemäß, wenn ihr auf so einer Höhe wie jetzt unterwegs seid, dann könnt ihr das Power Setting da lassen, wo es ist. Der Flieger sollte ohnehin nicht in die Overspeed kommen. Er versucht ja jetzt hier gerade, seht ihr, an der Magenta Speed auf 245 Knoten zu beschleunigen. Dafür wird ihm die Power aber nicht ausreichen. Das heißt, mit dem aktuellen Power Setting sind wir noch gut unterwegs. Aber wir müssen halt auch ein bisschen darauf aufpassen, dass wenn wir zum Beispiel mal eine Wetteränderung haben im Sim oder sowas, dass wir halt dann hier oben nicht in die Overspeed kommen. Aber sollte das dann drohen, dann würden wir halt entsprechend das Power Setting frühzeitig reduzieren. Ansonsten müssen wir wie in der Boeing hier regelmäßig unser Heading synchronisieren, dafür entweder das Ganze eindrehen oder einmal hier auf den Knopf drücken und dann sind wir ziemlich genau jetzt in nördliche Richtung unterwegs. Der Flugplan ist, wie ihr seht, jetzt auch wieder repariert, das heißt, ich habe den gerade einmal nochmal neu eingegeben, aber der Flieger ist ja auch erst seit kurzem draußen. Vielleicht, wenn ihr das Video guckt, gibt es den Bug schon gar nicht mehr, ansonsten kann man den Flugplan aber einfach nochmal schnell neu eingeben, das ist ja innerhalb von 30 Sekunden gemacht. Ansonsten haben wir unsere Seatbelts schon ausgeschalten, alle Lichter sind soweit aus und dann können wir jetzt eigentlich ein bisschen entspannt unseren Reiseflug genießen. Wobei allzu lang ist der Flug ja nicht, nur so knapp noch eine Stunde, die wir jetzt Flugzeit haben bis nach Westerland. Was auch immer nicht schlecht ist, ist die Range entsprechend so zu wählen, dass man auch ein bisschen was sehen kann. Gerade wenn viel Verkehr auch in der Luft unterwegs ist, so 160 Meilen ist immer ganz gut. Und dann könnt ihr da vorne schon sehen, kurz vor dem Wegpunkt Barros ist dann unser Top of Descent, das heißt so in knapp 140 Meilen können wir uns dann schon mal auf den Top of Descent vorbereiten. Aber jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht und hoffen mal, dass wir da vorne nicht durch die Wolken müssen, weil sonst wird es noch mal ein bisschen wackelig. Ein Stückchen weiter im Flug sind wir jetzt nach wie vor auf der Reiseflughöhe. Jetzt sind es noch knapp 80 Meilen zum Top of Descent und jetzt können wir langsam schon mal mit den Anflugvorbereitungen beginnen. Wenn ihr mal das Wetterradar brauchen solltet, dann könnt ihr es hier unten natürlich jederzeit einschalten. Ich habe es jetzt meistens nicht an, weil es sowieso nichts anzeigt. Genauso wie das Terrain Radar, das könnt ihr hier auch aktivieren. In unserem Fall lassen wir es jetzt aber mal auf Wetter. Falls da also irgendwas sein sollte, dann würde uns das entsprechend angezeigt werden. Und aktuell sieht es aber gut aus. Wir haben uns jetzt auch schon das aktuelle Wetter organisiert. Und zwar haben wir momentan in Westerland Wind aus Norden kommend aus 320 Grad mit 17 Knoten. Das heißt, wenn wir auf die Tritur anfliegen, haben wir den Wind genau auf die Nase kommend mit 17 Knoten. Erfahrungsgemäß ist es aber meistens auch ein bisschen böig dort oben. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass die Windgeschwindigkeit eventuell so ein bisschen variiert. Ansonsten haben wir aber gute Sichtweite von über 10 Kilometern bei aktuell 7 Grad Außentemperatur und einem QNH von 1015. Dieses Wetter können wir jetzt hier unten in unser Flugzeug einmal eingeben, indem wir auf die Performance Page klicken. Dann kommen wir jetzt erstmal auf die Cruise Page. Und wenn wir nochmal draufklicken, dann kommen wir hier auf die Approach Page. Dann seht ihr hier schon, Sylt Runway 32 ist vorgewählt. Die Transition Altitude heute ist Flight Level 70 bzw. 7000 Fuß. QNH haben wir gesagt ist 1015 und der aktuelle Wind war aus 320 Grad mit 17 Knoten. Auch das können wir hier schon mal eingeben. Wenn wir Gust hätten, könnten wir die theoretisch hier auch noch mit eingeben. Nicht wundern, dass jetzt hier noch 33 Knoten stehen. Das liegt daran, dass wir ja aktuell auf Reiseflughöhe noch unterwegs sind und er da auch den aktuellen Wind mit einberechnet. Dann sehen wir jetzt hier schon, mit einer normalen Konfiguration haben wir nachher eine V-Approach von 109 Knoten. Das Ganze mit einer Flaps-Full-Landung. Und wenn wir jetzt wissen möchten, wie viele Landebahnen brauchen wir überhaupt, dann können wir einmal hier rüber ins Tablet gehen, auf Performance. Und dann können wir jetzt hier auswählen, mit welchen Bedingungen wir landen. In unserem Fall haben wir in Westerland aktuell eine lange Bahn vor uns, das heißt wir brauchen kein Reverse und da es aktuell oder in letzter Zeit zumindest ein bisschen Schauer gab in der Gegend rund um Sylt, werden wir jetzt mal eine Runway Condition Wet auswählen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Dann seht ihr hier, wir haben eine Required Runway Length von ungefähr 4100 Fuß. Merken wir uns einmal, gucken dann gleich nochmal auf die Karte, das wird uns aber in Sylt definitiv ausreichen. Als nächstes schauen wir uns mal die Anflugkarten an, die wir nachher benutzen wollen. Und zwar haben wir gesagt, wir fliegen bis zum Wegpunkt Oldip und über die Oldip Transition aufs ILS für die Runway 32. Das ist die entsprechende Karte dazu. Wir müssen also bei Oldip mindestens auf 3000 Fuß sein. Die müssen wir dann auch halten bis zum Wegpunkt Sylta. Und vom Wegpunkt Sylta aus geht es dann mit einem Inbound-Kurs von 321 Grad und einem normalen 3 Grad Sinkprofil runter in Richtung Bahn. Die ILS-Frequenz ist die 111,5. Der Identifier ist India Whiskey Echo Sierra.
Und dieser Inbound-Kurs von 321 Grad sowie die Frequenz, die können wir uns auch schon mal merken. Die brauchen wir nämlich nachher dann noch, um die in unser Flugzeug einzugeben. Was hier in Sylt auch noch besonders ist, IFR Profiles within Airspace Class Echo, watch out for VFR Traffic unknown to ATC. Wir müssen also jederzeit damit rechnen, dass gerade bei schönem Wetter da auch diverse Sportflieger unterwegs sind, mit denen wir uns natürlich nicht in die Quere kommen lassen wollen. Und dann haben wir ein Minimum in dem Anflug von 231 Fuß. Wir können immer nur ganze Zehner eingeben, runden das also auf 240 Fuß. Spätestens da müssen wir die Bahn in Sicht haben. Ansonsten würden wir in den Mist Approach gehen. Der führt hier geradeaus über X-Ray Whiskey 010, 011, 012 und 013. Zurück zum Wegpunkt Oldip. Wir steigen auf 3000 Fuß und gehen dann entweder direkt auf einen neuen Anflug oder hier ins Holding. Für das Holding, Minimum Holding Altitude 3000 Feet und maximal 230 Knoten, weil so schnell fliegen wir eh selten mit der ATR. Ansonsten haben wir rund um Sylt eine Minimum Sector Altitude und eine Minimum Safe Altitude von 1700 Fuß. Das heißt, auf die 3000 Fuß können wir jederzeit runter. Ist ja bekanntlich sehr flach da im Norden. Das heißt, terraintechnisch haben wir da auch überhaupt kein Problem. Wichtig bei der MSA dazu zu sagen ist noch einmal, dass das jetzt nur innerhalb des deutschen Luftraums gilt, wobei jetzt auch hier im Süden von Dänemark nicht allzu hohes Terrain zu erwarten ist. Dann landen wir hier auf der Runway 32. Ihr seht, die Bahn ist 2120 Meter lang und das entspricht 6955 Fuß. Wir hatten ausgerechnet, 4100 Fuß etwa brauchen wir. Das heißt, da sind wir ganz entspannt unterwegs und wir möchten dann nachher die Bahn nach links verlassen. Entweder hier am Ende über Delta oder halt hier über das Stückchen und dann geht es links rum über Delta zum Apron und da stellen wir dann unser Flugzeug ab. Wir haben einen Hotspot für den Taxi-In, allerdings ist der hier hinten und da kommen wir nicht dran vorbei, deswegen ist das okay. Es ist eine ganz normale Asphaltbahn und die Airport Elevation auf 52 Fuß. 100 Fuß haben wir ja schon eingedreht und dann haben wir auch eine Towerfrequenz hier schon mal vorgegeben von 119,75, die wir erwarten können. Und die ATIS, falls eine vorhanden ist, wäre auf der 118,4. Mit dem Wissen, welches ILS wir jetzt gleich fliegen möchten, gehen wir einmal zurück ins Flugzeug, gehen hier unten auf das NAV-Panel. Und dann können wir jetzt hier einmal die ILS-Frequenz festlegen. Und zwar hatten wir gesagt, das ILS in Sylt ist die 111,5. Stetigen das Ganze einmal mit Enter, schalten das dann auf die aktive Frequenz. Dann seht ihr, geht auch automatisch dieser Autohaken weg, weil jetzt hat nicht mehr der Flieger das VOA bzw. das ILS festgelegt, sondern wir manuell. Während hier unten nach wie vor der Flieger automatisch das VOA setzen kann, was er gerade für sinnvoll hält. Dann lassen wir den Flieger jetzt mal ganz kurz im Heading-Modus weiterfliegen. Das heißt, wir synchronisieren das Heading, wechseln in den Heading-Mode, gucken dann, dass der Flieger keine komischen Kurven oder sowas macht. Das ist hier okay. Dann können wir nämlich jetzt hier die NAV-Source einmal wechseln und jetzt hier nämlich noch den Kurs für unser ILS eindrehen. Den Kurs könnt ihr immer hier oben sehen. Der ist momentan auf 360 Grad. Und wenn wir jetzt hier an dem Drehregler ein bisschen drehen, dann seht ihr, der Kurs verändert sich. Und wir müssen den jetzt auf 321 Grad einstellen. Ihr seht, die Nadel bewegt sich auch mit. Und wenn wir 321 erreicht haben, dann haben wir das vorselektiert, können hier wieder zurück auf das FMS als NAV-Source wechseln und dann auch den Flieger wieder in den NAV-Modus schicken, beziehungsweise in den LNAV-Modus schicken. Und dann sind wir wieder ganz normal unterwegs. Die Landing Elevation haben wir auch schon gesetzt. Das überprüfen wir nochmal. 100 Fuß aufgerundet. Das Ganze immer noch manuell selektiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er es auch automatisch macht. Ich nehme mal an, nachdem da FMS daneben steht, wird er das auch automatisch können. Aber so sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ansonsten haben wir gerade eine Außentemperatur von TAT minus 15 Grad und SAT minus 27 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt in die Wolken reinfliegen, müssen wir auch nach wie vor dran denken, das Anti-Ice mit dazu zu schalten. Aber wir sehen gerade, wenn wir rausschauen Richtung Norden, wird es etwas entspannter. Da taucht schon die Elbe vor uns auf. Wenn wir jetzt hier rechts rausgucken, können wir hier den Flughafen Finkenwerder sehen. Da hinten der Flughafen Fuhlsbüttel. Und hier zieht sich die Elbe entlang. Hier hinten die Elbphilharmonie, der Hamburger Hafen. Also scheint das Wetter hier oben ja gar nicht so schlecht zu sein. So, genug die schöne Aussicht genossen. Wir arbeiten weiter. Wir haben das Minimum nämlich noch nicht eingedreht. Dafür müssen wir einmal hier unten links unter unser Baro-Setting gehen. Und da können wir jetzt wählen zwischen DH, also Decision Height, und MDA, Minimum Descent Altitude. Die Decision Height basiert immer auf dem Radio Altimeter, ist also eine tatsächliche Höhe über Grund, während die MDA, eine Minimum Descent Altitude, immer auf dem barometrischen Luftdruck basiert, das heißt immer auf Meeresspiegel. Und in 99% der Fälle nehmen wir die MDA. Die Decision Height würden wir nur benutzen, wenn wir einen CAT-2-Anflug zum Beispiel machen würden. Wir stellen also den hinteren Drehregler auf MDA und dann können wir jetzt hier durch das Bewegen des inneren Drehrades, seht ihr hier oben, die Minimum Descent Altitude einstellen. Und für unseren Anflug waren das heute 240 Fuß. Die drehen wir ein und dann wird uns der Flieger nachher auch entsprechend das Minimum ansagen.
Wir haben auch nach wie vor ein Auge auf der Speed, sind momentan bei 230 Knoten, entspricht einer Ground Speed von 273 Knoten. Leider wegen etwas Gegenwind heute, bei einer True Airspeed von 301 Knoten sind wir aber doch recht flott unterwegs. Ansonsten auch regelmäßig dran denken, das Heading zu synchronisieren, das lasse ich auch ganz gerne mal schleifen und dann können wir uns die Range mal noch ein bisschen verkleinern. Und dann ist es gar nicht mehr allzu weit bis zum Top of Descent. Wir können es an dem Range Ring jetzt ganz schön ablesen, dass wir nicht mehr ganz 20 Meilen haben. Ansonsten könnten wir auch hier auf die Progress Page einmal gucken und dann sehen wir hier, okay, wir haben noch 18 Meilen zum Top of Descent. Die Zeiten hier, die stimmen zumindest aktuell zum Aufnahmezeitpunkt des Videos noch nicht so ganz. Also wir brauchen keine 10 Minuten für 18 Meilen, außer wir sind in Cessna 172. Und ihr seht, wir haben aber auch insgesamt nur noch 76 Meilen bis nach Sylt. Was auch ganz wichtig ist, sich nicht immer blind auf das FMS zu verlassen und den Top of Descent auch immer sich so ein bisschen selber im Kopf zusammenzurechnen. In unserem Fall sind wir auf 19.000 Fuß. Der Flughafen liegt auf quasi 0 Fuß Elevation, das heißt, wir müssen gleich 19.000 Fuß Höhe abbauen. Um jetzt zu wissen, wie viel vorher wir den Descent beginnen müssen, nehmen wir einmal unsere Höhe, die 19.000 Fuß bzw. einfach nur die 19 vorne und rechnen die mal 3. Dann kommen wir auf 57, das heißt also 57 Meilen vor unserem eigentlichen Ziel müssen wir spätestens den Descent einleiten, um ein normales 3 Grad Sinkprofil fliegen zu können. Da kommt da meistens noch ein bisschen was oben drauf, wenn man zum Beispiel Rückenwind hat oder wenn man noch ein bisschen Geschwindigkeit abbauen möchte. Aber so ungefähr 60 Meilen vorher sollten wir den Landeanflug beginnen. Und das kann gerade auch mal bei Flughäfen, wo man eine lange Transition hat, wie zum Beispiel in Frankfurt, mal passieren, dass wenn man sich auf den Top of Descent nämlich blind verlässt, der dann damit rechnet, dass man die ganze Transition abfliegt und der Flieger dann letztlich halt viel zu hoch im Sinkprofil reinkommt. Deswegen auch immer eigene Gedanken machen zum Sinkprofil und nicht blind auf das Wiener vertrauen. In unserem Fall geht es ja aber, haben wir gesehen, relativ straight rein und deswegen können wir auch dem Wiener 4 mal vertrauen. Wenn wir jetzt gleich unsere Descent einleiten, dann müssen wir zum einen auf jeden Fall dran denken, die Power zu reduzieren, weil wir sind schon relativ schnell, nicht mehr allzu weit zur Overspeed und wenn wir das zu spät machen, dann sind wir hier relativ schnell drin. Und zum anderen werden wir jetzt gleich kurz vorm Top of Descent schon mal mit Vertical Speed so langsam den Sinkflug einleiten und dann warten, bis der Wiener Pfad uns wieder eingeholt hat und werden dann dem Wiener Pfad folgen. Hier unten stellen wir nochmal auf die Com-Frequenz zurück, weil jetzt würden wir dann wahrscheinlich auch dann bald zum Anfluglotsen geschickt werden. Und jetzt so knapp 10 Meilen vorher können wir schon mal langsam beginnen, eine niedrigere Höhe einzudrehen. Natürlich alles auch nur mit Freigabe des Lotsen. Wir dürfen jetzt erstmal auf 10.000 Fuß runtersinken, beziehungsweise das ist ja noch auf Standard Flight Level, das heißt auf Flight Level 100 sinken. Und dann nehmen wir Vertical Speed und dann erstmal so ja, 600-700 Fuß pro Minute ganz entspannt anfangen zu sinken. Ihr seht, die Speed wandert nach oben, wir nehmen die Power also zurück. Ihr seht, wir gehen also aus der Notch heraus und setzen den Schub jetzt manuell. Und ganz wichtig jetzt den ganzen Descent über die Speed auch im Auge behalten, weil je nachdem wie stark auch die Descent Rate ist, müssen wir dann eventuell das Power Setting nochmal erhöhen oder halt zurücknehmen. Wenn wir unser 3 Grad Sinkprofil im Übrigen selber fliegen möchten, dann können wir uns einfach die Ground Speed hier oben nehmen. In dem Fall sind das ja so ungefähr 260 Knoten und nehmen dann die 260 mal 5. Dann erhalten wir 1300 und mit 1300 Fuß pro Minute müssen wir jetzt also ungefähr sinken für ein 3 Grad Sinkprofil. Bei uns ist der Top of Descent jetzt nochmal so ein Stückchen nach vorne gerutscht, kann ich mir nicht erklären, wieso das so ist, aber wir versuchen jetzt einfach mal ganz manuell dieses 3 Grad Sinkprofil zu halten. Wir können ja währenddessen auch immer hier einmal checken, wie lang unsere Distanz noch ist, 57 Meilen. Jetzt würden wir also genau den Descent einleiten für unser 3 Grad Sinkprofil, da sind wir jetzt schon ein bisschen drunter, um auf der konservativen Seite zu sein und dann schauen wir mal, ob wir bis zum Top of Descent dann unser Wiener Pfad wieder eingeholt haben oder ob wir ansonsten einfach mit Vertical Speed jetzt weiter runter sinken, das ist ja auch gar kein Problem. Und ihr seht, Wetter voraus nicht allzu schlecht, wir können was von der Küste sehen und jetzt hoffen wir mal, dass wir im Anflug auf Sylt dann auch noch ein bisschen schönes Wetter haben. Wenn wir den Sinkflug eingeleitet haben, können wir auch die Seatbelt Signs schon mal anschalten, damit sich die Kabine jetzt auch langsam mal vorbereitet für den Landeanflug. Und dann haben wir auch immer so ein Auge hier unten auf unserem Procedure-Menü. Da würde jetzt, wenn der Top of Descent nicht so komisch nach vorne gerutscht wäre, eigentlich schon die Descent-Checklist angezeigt. Die können wir uns aber, wenn wir möchten, auch jederzeit manuell anwählen. Dafür gehen wir einfach eine Reihe weiter runter, bestätigen das Ganze wieder, wählen dann hier die Descent-Checkliste einmal aus und dann können wir die nämlich schon mal lesen. Unser Flight Warning System haben wir gecheckt. Die Landing Elevation ist auch gesetzt auf 100 Fuß manuell. Unser FMS haben wir gesetzt, sowohl die NAV-Page haben wir uns gesetzt mit der ILS-Frequenz und dem dazugehörigen Kurs. Und aber auch die Performance Page haben wir uns gesetzt, wo wir dann gesehen haben, dass wir mit 109 Knoten Approach Speed anfliegen werden.
Unsere MDA haben wir auch gesetzt auf 240 Fuß und das Arrival Briefing haben wir ebenfalls gemacht. Damit ist das Procedure completed. Und wie gesagt, wir schauen jetzt mal, wie sich das mit dem Top of Descent hier noch verhält. Solange bleiben wir einfach selber bei unserer Vertical Speed. 1300 Fuß pro Minute hatten wir gesagt. Jetzt sollten wir ziemlich genau im Profil sein. Und wenn wir jetzt merken, okay, wir sind jetzt doch ein bisschen hoch, dann können wir die Vertical Speed immer noch reduzieren. Die ATR ist da sehr, sehr wenig nachtragend. Das heißt, man kann die Power ordentlich reduzieren, den Flieger quasi auf die Propeller stellen und dann da mit ordentlichen Sinkraten nach unten stürzen. Das versucht man natürlich zu vermeiden, allein aus Passenger-Comfort-Sicht. Aber wenn es sich mal nicht vermeiden lässt, dann kann man mit der ATR auch ganz schöne Sturzflüge machen. Dann wieder dran denken, Heading synchronisieren, wir können die Range wieder ein bisschen verkleinern. Dann seht ihr, es ist jetzt nicht mehr weit zu unserem neuen Top of Descent, bis wir den erreichen. Jetzt seht ihr, ist auch wieder eine Vertical Deviation Bar da. Und um der jetzt zu folgen, können wir hier den VNAV Mode einmal aktivieren. Dann geht der Flieger in VNAV Alt Star. Wir müssen wie gesagt die Speed auch im Auge behalten. Und dann wird der Flieger jetzt gleich mit dem VNAV-Pfad hier weiter in den Descent gehen. Wir haben es natürlich im Auge, wir sind jetzt so auf knapp 12.000 Fuß. 12 mal 3 sind 36 Meilen, die wir brauchen, um die Höhe abzubauen. Wir haben genau 36 Meilen noch. Das kommt also mit dem 3 Grad VNAV-Profil gut hin. Wenn wir jetzt die 10.000 Fuß erreicht haben, dann können wir hier oben noch einmal die Landing Lights anschalten. Je nach Terrainhöhe kann man das natürlich auch noch ein bisschen früher machen. Gerade jetzt auch hier, wenn wir VFR-Traffic zu erwarten haben, versuchen wir uns möglichst gut sichtbar zu machen. Und möglichst gut sichtbar ist man halt mit entsprechend viel Licht an. Übrigens auch ein nettes Feature, falls euch mal komplett die Navigation ausfällt, könnt ihr hier euren Standby-Kompass ausklappen und dann ganz analog navigieren. Hoffen wir mal aber, dass wir es heute nicht brauchen. Mittlerweile hat uns auch Bremen weitergeklärt zu sinken auf 3000 Fuß, das Ganze auf dem Lokalluftdruck von 1015 Hektopascal, um dann auf der richtigen Höhe zu sein fürs ILS. 3000 Fuß haben wir eingedreht, jetzt steht da allerdings noch Flight Level Tree Zero, weil es ist ja immer noch auf dem Standardluftdruck. Das heißt, wir drücken hier einmal drauf, setzen das QNH jetzt auf 1015 Hektopascal. Das haben wir jetzt gemacht und ihr seht, wir sind auf dem VNAV-Pfad jetzt drauf. Gucken, dass wir in der Speed nicht zu schnell werden. Und dann kommt vor uns jetzt in 10 Meilen schon der Wegpunkt Oldip und dann geht es schon auf den verlängerten Localizer. Das sind die 10.000 Fuß und wir lesen noch einmal die Altimeters. QNH Set 1015, passing 9700 feet. Now, das Ganze auch einmal hier gegenchecken, das ist der Fall. Und jetzt seht ihr, wo wir wieder im VNAV-Pfad drin sind, triggert uns jetzt hier auch die Checklisten. Das heißt, die Descent-Checkliste, die klicken wir einmal schnell durch, die haben wir ja eben schon gemacht. Und dann kommt die Approach-Checklist. Approach, Seatbelts, on, haben wir gemacht. Landing Lights, on, haben wir auch gemacht. Altimeters set und checked. 1015 haben wir natürlich auch entsprechend gegengelesen. Und als letztes noch die Cabin Altitude, die checken wir auch einmal. Ihr seht, die Seite geht hier automatisch wieder auf. Wir gucken, Cabin Altitude ist momentan noch bei 700 Fuß. Die Cabin Rate ist auch weiterhin am sinken. Das heißt, die Elevation wird sich wohl auf das, was wir hier eingedreht haben, langsam aber sicher anpassen. Ist also auch gecheckt. Damit ist das Procedure completed. Und wir haben keine aktiven Procedures mehr. Als letztes kommt dann gleich nur noch die Before Landing Checkliste, die wir dann noch lesen. Währenddessen können wir jetzt auch hier schon mal den Power Management Knopf wieder in die Takeoff-Position bringen. Kann ja sein, dass wir nachher eventuell durchstarten müssen. Dann würden wir das natürlich brauchen, dass wir hier entsprechend das Power Setting anliegen haben. Und ihr seht voraus, Wetter ist fantastisch. Jetzt können wir also den Anflug entspannt genießen. Haben alle wichtigen Sachen gemacht. Als nächstes kommen wir dann gleich auf den Localizer. Das heißt, wir müssen dann hier unsere NAV-Source einmal wechseln. Gerne aber auch ein bisschen warten, bis der Flieger auf relativ überschaubare Distanz an den Flughafen rangeflogen ist. Ansonsten habt ihr kein Localizer-Signal, dann müsst ihr hier irgendwie wieder mit Heading herumhantieren. Das muss nicht unbedingt sein, sondern dann lieber den Flieger noch ein Momentchen länger im LNAV bzw. im VNAV lassen und dann halt, wenn wirklich dann gesichert die Indication da ist, dann auf Localizer und auf Glideslope wechseln. Ansonsten verschluckt der Flieger sich auch mal ganz gerne und das muss ja nicht sein. Dann sind wir jetzt über Oldip, drehen jetzt ein in Richtung X-Ray Whiskey 007 und bis Sylter seht ihr hier auch die Constraints hinterlegt, 3000 Feet or above. Wir sind momentan bei 6000 Fuß, um bei Sylter auf 3000 Fuß zu sein, brauchen wir noch ungefähr 9 Meilen. Wir sind noch knapp über 10 Meilen davon entfernt, passt also nach wie vor wunderbar. Dann können wir jetzt auch schon mal gucken, dass wir den Schub langsam reduzieren, sodass wir dann so bei 3000 Fuß ungefähr dann unsere erste Klappenstufe ausfahren können. Und dann später, wenn wir dann im Anflug sind und das Fahrwerk ausgefahren haben, dann auch noch die letzte Klappenstufe. Vielleicht so als kleiner Anhaltspunkt, so ungefähr 20 Meilen vom Airport müsstet ihr eure ILS Indication schon bekommen. Das heißt, wir können wieder hier auf die Progress Page gucken, sehen, okay, wir haben noch knapp 17 Meilen, das sollte also passen.
Dann wechseln wir jetzt hier die Navsource, nachdem wir hier auf Heading umgestellt haben. Ganz wichtig, das immer vorher machen, ansonsten kann der Flieger in irgendwelche komischen Kurven gehen. Und dann sehen wir jetzt hier, okay, wir haben schon die Localizer Indication, wir sind schon quasi perfekt drauf, minimal unterm Glideslope. Dann können wir jetzt hier auch den Approach Mode aktivieren. Und dann seht ihr Localizer, Glideslope und ab jetzt müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Der Flieger folgt sowohl dem Gleitpfad als auch dem Localizer von der Runway. Und wir können jetzt mit dem ILS entspannt langsamer werden. Nehmen die Power schon mal zurück auf Idle. Und ihr seht, sobald wir hier auf Idle gehen, geht unser Speedvektor wirklich rapide nach unten. Das heißt, wenn wir wirklich mal schnell verlangsamen müssen, dann ist das in der ATR kein Problem, auch wenn sie keine Speedbrakes hat. Jetzt haben wir so ein ganz kleines bisschen Visible Moisture. Wir gucken mal auf die Temperatur, 1 Grad. Ja, das sind eigentlich perfekte Icing-Bedingungen. Dann gehen wir lieber auf Nummer sicher, schalten das Prop Anti-Ice einmal kurz an. Da sollten wir dann auch relativ schnell wieder raus sein, dann können wir es auch wieder ausmachen. Aber so sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt, wo wir hier das ILS langsam runterfliegen, seht ihr auch, der Flieger hat hier die Before Landing Checkliste schon getriggert. Wir können die gerne schon mal aufrufen, dass wir die dann gleich entsprechend lesen. Schon auch mal überfliegen, ob wir vielleicht irgendwas vergessen haben. Cabin Crew können wir schon mal sagen. Cabin Crew, prepare for landing. Landing Gear machen wir gleich noch, genauso wie das mit den Klappen. Power Management haben wir schon auf Takeoff gesetzt. Und der Rest passt eigentlich auch soweit. Die Exterior Lights haben wir auch angemacht, soweit wir sie brauchen. Logo Lights können wir uns momentan sparen, ist eh hell genug. Und das Taxi and Takeoff Light, das können wir uns so als Reminder für die Landing Clearance mitnehmen. Das heißt, sobald wir die Landing Clearance erhalten, machen wir hier das Taxi and Landing Light an. Und wenn wir dann mal nicht mehr wissen, okay, hatten wir jetzt schon eine Landing Clearance oder nicht, dann können wir einfach hier hochgucken, dann ist das Licht an. Dann wissen wir, okay, wir haben die Landing Clearance schon. Und wenn es noch aus ist, wissen wir, okay, wir brauchen noch eine Landing Clearance. Dann sind wir aus den Wolken wieder raus. Prop Anti-Ice geht aus. Und dann seht ihr jetzt, wir sind mittlerweile bei knapp 180 Knoten angekommen. Am Speedband erkennt ihr dieses orangene Ist-Gleichzeichen hier, diese zwei orangenen Striche. Das ist die Geschwindigkeit, die wir maximal haben dürfen, um die Klappen auszufahren. Das heißt, wir müssen hier drunter sein, um sicher die Klappen ausfahren zu dürfen, um nicht in die Overspeed zu kommen. Das sind wir ja momentan. Gucken mal, dass der Flieger da jetzt nicht wieder drüber kommt. Das schaut aber gut aus. Und dann können wir die Klappen schon mal auf 15 stellen. Dann seht ihr, der Flieger nimmt auch automatisch die Geschwindigkeit zurück, weil er jetzt ja weiß, okay, mit einer Klappenstufe mehr kann ich auch langsamer werden. Dann bekommen wir hier wieder ein neues orangenes Ist-Gleichzeichen. Das ist also wieder die Geschwindigkeit, die wir maximal haben dürfen, um dann mit Klappen 30 zu fliegen. Dann konfigurieren wir den Flieger schon mal für die Landung, Gear Down. Gerade jetzt auch heute, wo es entspannt ist, das frühzeitig machen. Dann kann man sich nämlich entspannt im Anflug aufs Fliegen konzentrieren, vielleicht auch noch ein bisschen die Aussicht genießen. Und dann sind wir jetzt noch knapp 2400 Fuß über Grund. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt dann auch Flaps full zu fahren. Wenn ihr jetzt vom Lotsen natürlich noch eine Speed-Anweisung bekommen habt, dass ihr die Speed ein bisschen länger halten sollt, könnt ihr das natürlich auch machen und dann, wie gesagt, Power auf Idle. Und dann wird der Flieger auch super schnell langsamer. Jetzt sind wir wieder unter dem gelben Ist-Gleich. Das heißt, die Flaps können wir auf 30 fahren und dann lesen wir unsere Landing-Checklist. Cabin Crew ist advised. Landing Gear ist down, Flaps sind auf 30, Power Management ist auf Takeoff. Und den Rest haben wir auch gecheckt, Exterior Lights sind auch gesetzt und damit ist die Before Landing Checklist completed. Unsere Mist Approach Altitude von 3000 Fuß haben wir bereits gesetzt. Ihr seht, der Mist Approach ist hier auch hinterlegt und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir nicht zu langsam werden, dass wir also uns hier ungefähr so bei unserer Targeted Speed hier einpendeln. Und sobald wir dann Lust haben und die Bahn in Sicht haben, können wir den Autopiloten rausnehmen und von Hand fliegen. Je nachdem, wie voll es im Luftraum vielleicht gerade ist oder je nachdem, wie auch das Wetter ist, kann man den entsprechend länger drin lassen oder kürzer drin lassen. Gerade heute, wo es ein bisschen böiger ist, sparen wir uns eine Menge Arbeit, wenn wir den Autopiloten länger fliegen lassen. Das heißt, wir gucken auch ein bisschen nach draußen, genießen einfach die schöne Aussicht. Können währenddessen auch nochmal kurz das Heading synchronisieren, dass das nachher für den Falle des Go-Rounds auch entsprechend passt. Und wichtig ist dann halt, auch wenn ihr eine Speed-Anweisung bekommen habt, spätestens dann 1000 Fuß über dem Grund, also beziehungsweise über der Airport Elevation, dann established zu sein. Das heißt, vom Klappensetting her richtig unterwegs zu sein, von der Geschwindigkeit more or less richtig unterwegs zu sein und auch stabil auf dem Anflug unterwegs zu sein. Wenn das alles passt, fliegt man beim 1000 Fuß Gate weiter und wenn nicht, dann würde es in den Go-Around gehen. In unserem Fall haben wir jetzt Wind von vorne links kommen, 291 Grad mit 26 Knoten, also doch ein bisschen mehr von der Seite kommen, als es vorhergesagt war und auch doch noch ein bisschen stärker. Das, was ihr jetzt hört, ist der Outer Marker, der auf unserem ILS liegt. Das heißt, Outer Marker Final Altitude checked. Wir checken nochmal, dass wir auf der richtigen Höhe, auf dem richtigen Anflug sind. Und dann konzentriere ich mich jetzt aufs Landen, wünsche euch ganz viel Spaß dabei und hoffen wir mal, dass es eine gute erste Landung mit dem Flieger wird.
Ihr seht auch, der Flieger wird nochmal ordentlich durchgeschüttelt im Short Final. Auch nicht verwirren lassen, wenn der Speed-Vektor manchmal hier ganz nach oben zeigt. Einfach ignorieren, nicht bei jeder kleinen Bewegung da mit dem Power-Setting nachjustieren, sondern einfach ungefähr bei dem Power-Setting bleiben, wo ihr schon seid. Das passt ja meistens ganz gut. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt den Autopiloten rausnehmen. Vielleicht macht es das Ganze noch ein bisschen entspannter dann für die Passagiere, wenn wir nicht jede Korrektur vom Flight Director direkt mitfliegen. Sind aber wunderbar im Profil. Zwei weiße, zwei rote. 500 feet ist checked. Wir sind nach wie vor stabil auf dem Anflug. Und jetzt müssen wir den Flieger nur noch sicher zu Boden fliegen. Da der Wind ja von vorne links momentan kommt, können wir so ein bisschen uns auf der linken Seite der Runway orientieren. Der Wind drückt uns ja nach rechts, das heißt, wir wollen tendenziell auf der linken Seite bleiben, um nicht vom Wind zur Seite gedrückt zu werden. Minimum. Minimum continue. 200. So, das waren drei Landungen zum Preis von einer. Das hat uns, der Wind ist noch so ein bisschen versaut, aber kein Problem, sichere Landung. Wir bremsen auch entsprechend runter. Ihr seht, unser Speedvektor zeigt nach unten. Und dann können wir jetzt ganz entspannt runterbremsen, verlassen dann die Bahn nach links. Und dann heiße ich euch herzlich willkommen auf dem Flughafen von Sylt. So, hier ist unser geplanter Exit, dann verlassen wir die Bahn nach links und dann heiße ich euch nach einer Bunny-Hopping-Landung nochmal herzlich willkommen auf Sylt. War nicht unsere schönste Landung, aber sie war auf jeden Fall okay. Der Wind hat es uns auch nicht einfach gemacht. Wichtig ist, dass es am Ende des Tages eine sichere Landung ist. Genau das war's. Wenn wir jetzt noch vielleicht zweimal mehr gehüpft wären, dann wäre es vielleicht ein Go-Round geworden, aber so hat es noch wunderbar gepasst. Und dann rollen wir jetzt erstmal entspannt von der Bahn runter. Auf der Bahn anhalten ist immer keine gute Idee, da freuen sich die Lotsen nicht so sehr drüber. Und dann können wir ganz in Ruhe unsere After-Landing-Items machen. Auch hier wieder, macht das nicht, während ihr durch die Gegend rollt, ansonsten endet ihr in der Wiese. Flieger also am besten einfach kurz mal hinstellen. Parkbremse setzen. Und dann können wir auch in Ruhe ins Procedure gehen, können hier den Flieger schon mal aufräumen. Die Flaps gehen wieder rein, das Wetterradar geht auf Standby. Unser TCAS müssen wir nicht ausschalten, das geht ja von selber. Und hier im Orbit-Panel schalten wir einmal die Landing-Lights aus. Dann schalten wir das Strobe Light aus, die Taxi- und Take-Off-Lights machen wir jetzt mit an. Der Rest schaut soweit okay aus, wenn wir NTIs an hätten, würden wir das jetzt auch mit ausmachen. Und dann können wir die Uhr stoppen, sind wir nach gut einer Stunde hier gelandet und starten jetzt eine neue Uhr, mit der wir jetzt dann gleich die 2 Minuten stoppen, um dann eventuell eins der Triebwerke zum Reintexeln auszuschalten. Dann haben wir eine After-Landing-Checkliste, die können wir uns einmal aufrufen. Und zwar... Radar ist auf Standby, Flight Controls locked. Ganz wichtig, jetzt den Gastlock wieder aktivieren. Flaps sind up. Unser Trim ist im grünen Bereich, das ist also auch okay. Landing and Strobe Lights sind auf off. Anti-Ice und De-Icing ist auch auf off. Probe Heating, das schalten wir jetzt auch schon mal aus. Das sind die drei Knöpfe hier. Und die TRU ist off, das ist auch gecheckt. Und dann seht ihr jetzt eben hier, after at least 2 minutes, also wir müssen mindestens 2 Minuten warten, dann können wir den Condition Lever Nummer 1 auf Feather stellen und dann auf Fuel Shutoff, um dann eben entsprechend ein bisschen Sprit zu sparen beim Taxi-In mit nur einem Triebwerk. Gut, das haben wir gelesen, dann können wir die Checkliste abhaken und jetzt entspannt wieder Gas geben und jetzt hier einmal da vorne nach links dann abbiegen und dann geht es einfach geradeaus all the way bis zum Apron und dann suchen wir uns da noch eine schöne Parkposition. So, ihr seht, die 2 Minuten sind rum, dann können wir also jetzt den linken Propeller auf Feather stellen. Dann hört ihr es auch akustisch, wird das jetzt auf einmal ein ganzes Stück leiser um uns herum. Das ist aber auch gewollt so. Hier ist Stand 02, unsere Parkposition. Die Taxi-Lights gehen einmal aus, dass wir jetzt hier keinen blenden.
Und dann werdet ihr relativ schnell merken, sobald einer der Propeller in Feather ist, beziehungsweise auch gleich in Shutoff ist, da rollt sich das Flugzeug ein bisschen schwergängiger als sonst, aber das ist ja normal, weil nur noch einer der beiden Propeller arbeitet. Dann, linker Condition Lever noch auf Cutoff. Ihr merkt, wir brauchen relativ viel Power und dann schieben wir den Flieger jetzt hier noch entspannt in die Parkposition rein. Und dann haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen Flug hinter uns gebracht. Und dafür, dass wir es zum ersten Mal gemacht haben, hat das doch schon ganz gut geklappt. Und wir sind vor allem sicher hier in Sylt angekommen. Und das ist ja das Wichtigste. So, wir haben leider keinen da, der uns einwinkt. Das heißt, wir müssen so ungefähr abschätzen, wann wir halt mit dem Nose Gear hier vorne auf der Linie sind. Das sollte aber hier so ungefähr passen. Dann setzen wir, sobald wir angekommen sind, unsere Parkbremse. Sobald wir die gesetzt haben, seht ihr hier auch automatisch die Parking-Checklist, die getriggert wird. Als erstes gehen wir mal ins Overhead-Panel und gucken, dass wir gleich unsere Propeller-Brake nutzen. Die Propeller-Brake wollen wir gleich dann noch nutzen, weil wir ansonsten, wenn wir jetzt das andere Triebwerk auch noch abstellen, keinen Saft mehr auf der Maschine haben. Deswegen müssen wir daran denken, die Propeller-Brake gleich zu aktivieren. Um die aktivieren zu können, müssen wir aber das rechte Triebwerk erstmal in die Feather-Position bringen. Dann seht ihr jetzt diverse Fehlermeldungen, weil das Triebwerk ja jetzt herunterfährt und der Flieger sich denkt, oh, was ist los hier, Mayday, Mayday. Aber alles entspannt. Wir können währenddessen hier, während das runterfährt, schon mal entspannt die Parking-Checkliste aufrufen. Und wenn wir jetzt ins Overhead-Panel gehen, dann seht ihr, die Prop-Brake ist wieder auf Ready. Aktuell dreht der Propeller noch relativ langsam. Und wenn wir jetzt hier oben die Prop-Brake einmal aktivieren, dann seht ihr, der Propeller bremst langsam runter, kommt zum Stehen. Aber das Triebwerk dahinter läuft halt nach wie vor weiter. Die Master Caution können wir wieder wegklicken, gehen nochmal eine Runde jetzt durchs Overhead Panel. Die linke Engine Fuel Pump können wir ausschalten, die brauchen wir ja momentan nicht mehr. Die rechte läuft nach wie vor weiter, den linken DC Gen 1 können wir ausschalten und den AC Wild Gen 1 können wir ausschalten und die Windshield Heatings genauso wie die Hydraulic Pumps ausschalten. Dann dürfen sich unsere Passagiere abschnallen, wir machen das Beacon Light aus und dann können wir unsere Checkliste lesen. Parking Brake ist engaged, Taxi and Takeoff Lights sind auf Off, der Condition Lever Number 2 ist auf Feather nach wie vor, können wir einmal abhaken, das Beacon Light ist auf Off, der Transponder, den stellen wir noch einmal um, entweder hier auf Surveillance gehen, dann auf Transponder und dann halt hier zum Beispiel 2000 eingeben, Enter und dann sagen, okay, hier Standby bitte, oder das Ganze halt hier über das RMS, über das Radio Management System machen. Kommt letztlich aber aufs Gleiche hinaus. Dann unseren Tailbump, den müssen wir gleich noch ausfahren, bevor wir unser Deboarding starten und die Seatbelts sind auf Off. Dann holen wir uns das ganze Ground Equipment einmal dran, Cargotür, Ground Power, Wheel Chocks, alles was wir haben. Und dann fragt uns die Checkliste jetzt noch, ob wir einen neuen Leg fliegen oder ob wir unser Flugzeug verlassen. Wir machen jetzt keinen weiteren Flug, gehen also auf Leaving Aircraft, bestätigen das einmal. Haben jetzt hier gleich die Checkliste dafür. Davor gehen wir aber unsere Runde nochmal durchs Overhead Panel. Jetzt wo wir eine External Power haben, brauchen wir natürlich unseren Propeller auf der rechten Seite nicht mehr. Sparen also ein bisschen Sprit, wenn wir jetzt die External Power mit drauf nehmen und dann stattdessen jetzt unser Triebwerk einmal abstellen. Das heißt Condition Lever 2 auch noch einmal auf Cutoff. Dann sollten wir jetzt auch hier sehen, wie die ITT langsam sinkt. Die Interturbine Temperature, das schaut super aus. Die Cabin Altitude können wir auch nochmal zurück auf Auto stellen. Das GPWS hier einmal wegklicken. Ihr seht, wir haben jetzt hier diverse Fehlermeldungen. Das ist aber normal, sobald man den Flieger ausgestellt hat. Und dann schalten wir noch die rechte Engine Pump aus, den DC Gen aus, den AC Wild Gen 2 aus und dann können wir eigentlich die restlichen Zeichen auch schon mal alle ausmachen. Und dann lesen wir unsere Parking Checklist. Oxygen Main Supply. Den haben wir noch nicht ausgemacht hier oben. Den stellen wir einmal auf Off. Unsere Ice and Rain Protection ist auf Off, genauso wie die External Lights, aber die Emergency Exit Lights sind auch disarmed, Radar ist off, Condition Lever 2 ist auf Fuel Shutoff. Die Fuel Pumps haben wir ausgemacht und unser CDLS ist auf Off und External Power und Battery machen wir auch noch aus. Damit ist das Procedure completed und dann haben wir hier noch Leaving the Aircraft Procedure. Das aber auch nochmal sagt Oxygen off, das haben wir alles aber gemacht, ist also prinzipiell nochmal das gleiche Procedure. Der Form halber haken wir es auch noch einmal ab und dann seht ihr jetzt, würden wieder die Final Preparation Checklists kommen für den nächsten Flug. Wir haben aber gesagt, wir machen hier Feierabend, das heißt wir gehen noch einmal kurz ins Overhead Panel, schalten die Batterie einmal aus, schalten die zwei External Powers einmal aus und dann ist der Flieger wieder dunkel und so wie wir ihn in Paderborn übernommen haben.
Und damit haben wir erfolgreich unseren Flug von Paderborn nach Sylt gemacht. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Neues zeigen zu ATR 42 oder 72. Kann man ja auf beide Flugzeuge anwenden. Und wenn noch irgendwas unklar ist, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich sage es auch hier nochmal gerne dazu. Auch für mich ist der Flieger neu. Deswegen kann ich hier und da gerne mal was vergessen haben. Es hat noch nicht alles 100% bugfrei funktioniert. Das wird aber sicherlich in Zukunft auch noch besser. Und dann freue ich mich in den Kommentaren zu lesen, wo eure erste Reise mit der ATR hingegangen ist. Und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachfliegen. Wenn ihr Lust habt, schaut sehr, sehr gerne auch mal bei Twitch vorbei. Da fliegen wir bestimmt mal wieder die ATR. Und ansonsten lasst ein Abo da, lasst gerne auch ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut und always happy landings.